Anders als in Europa oder den USA ist die Kartoffel in China ein Gemüse. Supermärkte verkaufen sie nicht in großen Säcken, sondern zart einzeln verpackt. Die Kartoffeln stecken hier zusammen mit Spinat und Erbsen in Gerichten. Zum Sattmachen gibt es bekanntlich Reis oder, vor allem hier in Nordchina, Nudeln aus Weizenmehl. Das soll sich jetzt allerdings ändern. Die Regierung hat die Kartoffel zum Grundnahrungsmittel erhoben. Die tolle Knolle wird Sättigungsbeilage. Eine große Beförderung. Warum China das gemacht hat, erzählt uns jetzt Manager Li. Denn wir sind hier bei einem der größten Kartoffeldienstleister von ganz China. Seasan Potatoes. Und das ist ihre Firmenzentrale mitten im eiskalten Pekinger Winter. Seasan Potatoes hat hier ein richtiges Kartoffelmuseum zusammengestellt, inklusive Bildern bekannter Kartoffelliebhaber und Modellen des eigenen Musterbetriebs. Kartoffeln seien extrem nahrhaft, erläutert Li Huangming, der diesen großen Kartoffelbetrieb leitet. China muss ein Fünftel der Weltbevölkerung füttern und will die Ernährung daher auf möglichst viele Säulen stellen. Der Bedarf an Grundnahrungsmitteln steigt derweil in China steil an. Die Leute essen mehr und sie essen besser. China wird selbst zunehmend Exporteur von Lebensmitteln und muss seinen Böden das Maximum abgewinnen. Zugleich hat das Land, man glaubt es kaum, immer noch ein Problem damit, seine ganze Bevölkerung zu füttern. 10% der Kinder unter 5 Jahren sind mangelernährt. Um die Ernte dementsprechend zu steigern, setzt die Firma Seasan auf Hochtechnik. In Europa und Amerika tragen die Felder bereits 3-mal so viel Früchte wie bisher in China. Arbeiterinnen bereiten hier Setzlinge einer Sorte vor, die besonders hohe Widerstandskraft gegen Krankheiten hat. In großen Hallen entstehen daraus Saatknollen, die die Firma Seasan an ihre Kunden, Bauern im ganzen Land, ausliefert. Schließlich gilt in China, die schlausten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.